Denn Energie ist überall. Wir müssen nur lernen, sie zu nutzen. Ja, jetzt fällt mir aber erstmal nicht mehr ein. Ja, Bull. Den hab ich noch. Oder? Ach, Männer, nee. Ja, ich. Guck mal, ich probier mal noch was. Bis gleich. Weil bei dem Chaos hier, da blickt ja keiner durch. Manchmal habt ihr Glück, ne? So. Wenn ihr aber kein Glück mehr habt, dann müsst ihr, also so ist es bei mir zumindest, ich hab's jetzt so, krieg ich den nicht mehr an hier. Jetzt geht er so an. Haha, gut. Ja, das könnte jetzt an einer Einstellung schon liegen. Wollen wir das mal nicht. Ich zeige euch mal, wie ich es gemacht habe. Ne? Ihr macht ab. Strom ab. So. So, wenn ihr nicht, dass ihr euch da ärgert, guckt aufs Ampermeter hier. Geht das mal so weit runter, wisst ihr? Und dann geht das. Anklemmen. Bricht es nicht zusammen, dann könnt ihr wieder hochgehen. Ne? Da scheint im Solid State zu laufen. Weil so ganz langsam hier, seht ihr's, so steigt. Ich habe ja noch eine Batterie, die lädt. Wie ist die Schaltung? Naja, eigentlich, also jetzt nehmen wir sie als Aframenkos freie Elektronenpumpe. Und original ist sie als Nikola Tesla freie Energie-Gleichrichterschaltung in YouTube bekannt geworden. LED leuchtet. Ah, jetzt sieht man. Hier rennt es viel mehr. Ich nehme mal die LED weg. Gut, rennt genauso schnell, ne? LED wieder ran. Wie man deinen Finger noch dran ist. Ach so. Du meinen Finger hier weg. Jetzt. Ach, stimmt. Also bin ich. Ach nee. Das? Leg's mal hin. Ja, jetzt. Jetzt. Also wenn ich schon als Person an das Gehäuse von diesem Ding fasse, rennt's ja, schneller. Ha. Na, du bist also, nein, wenn ich schon die Antenne bin. Na gut, und ich kann ja auch schon die LED hier zum Leuchten bringen mit meinem Finger. Ach, und es lädt dann schneller. Und es lädt noch schneller. Na, so eine Sache. Und dafür, dass das eigentlich mit Überschussspannung geht, also mit der Spannung aus der Zündspule, nicht wir die, wenn wir sie anschließen, hier am Eingang sinkt. Ne? Wir können ja mal hier abklemmen, ob sich die Helligkeit oder irgendwas verändert. Mhm. Und es wird sogar dunkler. Es wird sogar dunkler, ich werde geklemmt. Oh, du nochmal abklemmen. Und wir gehen hier auf 0,5 hoch. So, wieder ran? Wieder ran, wir gehen auf 004 runter. Hey, da können wir jetzt die zweite Mal noch nennen, Lemme. Also das ist wieder halbiert. Das ist jedes Mal dasselbe, wir wollen irgendwas machen. Es kommt egal was anderes raus. Wir haben stundenlang probiert und haben es nicht hingekriegt. Ne? Wir können es nicht reproduzieren, aber jetzt sind wir hier schon und wieder. Jetzt haben wir einfach wieder angefangen mit Spielen. Geht's wieder und los. Und es geht wieder weiter. Ey, das ist, man muss wirklich immer Kind bleiben. Hä? So was. Was anderes. Also auf dem ersten Kanal ist der Bedini-Ausgang, ne? Und hier ist Eingang. Ne? Ausgang? Ja, aber das kann es noch nicht sein, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Soll es jetzt wirklich nur die Herausforderung sein, den Saft, der aus der Zündspule rauskommt, ordentlich wieder runterzutransformieren? Das wäre... Dann... Beugen wir mal. Wie soll man das noch erklären? Ja, auch mit Ostsee, egal wo man mit Ostsee rangeht. Ja, egal wo man hier misst, wo man hinten dran misst. Das Geräusch von Bedini ändert sich. Hier siehst du gerade eine Lampe, guck mal. Und an der Lampe ändert sich es auch. So sehr. Also das einfach mit einem Ostsee messen, ohne dass man irgendwelche Störungen ins System reinbringt. Geht nicht. Geht nicht.
Dann werden wir wohl entweder bei unserer Dingsmethode bleiben, den Dings noch kaufen. Diesen Batteriemesser. Ja, Batteriekapazitätsmesser. Kapazitätsmessgerät für Batterien. Genau. Und wenn das alles nicht mehr geht, dann stellen wir eine Batterie hin, machen den Aufbau und lassen den einfach so lange laufen und gucken mal. Und das Hoffmann-Voltameter haben wir auch noch. Ach ja, das Hoffmann-Voltameter. Eigentlich auch noch. Eigentlich könnten wir das Ding gleich als Hoffmann-Voltameter umbasteln. Hat das mal eine Verwendung? Ja, das ist eigentlich nicht. Stimmt, ne? Hier noch ein Rohr, ne? Ja. Fürs Dings und unten. Dazwischen dann irgendeine Wasserstoffspaltung und fertig. Dann das kriegen wir die Leistung raus, was wir gerade eben verbrauchen. Haben wir ja schon da. Ist da? Noch ein bisschen Eichen und dann haben wir ein richtiges schönes RMS-Leistungsmessgerät, was nicht verarscht werden kann. Sogar mit ihrer Anzeige. Obwohl, dann hast du auch wieder das. Die Sache beim Wasserstoff hast du wieder. Dass du da bestimmte Frequenzen hast, wo du angeblich mehr produzierst als sonst, obwohl du weniger Strom hast. Ja, dann haben wir dort irgendwo Unity. Richtig, rum wie nun. Das ist wurscht. Da machen wir jetzt keinen Tralala mehr draus. So, halt rein. Was hab ich denn da nur gemacht? Noch hey. Das sind jetzt wie viele neue Effekte? 10? Ich weiß nicht. Aber reicht das noch? 10 Effekte? Das, was wir wissen wollten, wissen wir trotzdem noch nicht. Nee, das wollen wir alles nicht wissen. Wir wollen das andere wissen. Jetzt haben wir 10 was Neues rausgefunden, Leute. Die Videos kommen. Alter. Schade. Aber trotzdem, der Art. Bist du soweit? Zaubern für Anfänger. Zaubern für Anfänger? Achso, da sieht man mich nicht. Oh ja, muss hier hin. Der magische Finger? Und es bleibt an! Haha! Ich kann zaubern, jetzt haben wir es. Und wie kriegst du es aus, Libby? Jetzt passt auf. Achtung, 1, 2, 3. Nee, halt. Das ist doch nicht. Jawohl, da ist er. Jetzt geht es nur da drüben. Es geht nur hier hin. Jetzt ist es aus. Wieso geht denn das nur hier hin? Mach nochmal an, Libby. Mach nochmal an. Tipp nochmal mit dem Finger. An. So. Ey, warte mal, ich kann da bestimmt zaubern, oder? Wow. Jawohl. An. Aber wie kriegst du es aus? Du musst beherzt auf den Tisch hauen. Nee, auch nicht. Wenn ihr auch nicht einen Zauberfinger habt, geht er hier an Masse nennen. Ja, leuchtet das. Und jetzt passt mal auf. Jetzt haben wir hier noch einen Zauberstift. Heute ist alles Zauber. Und wir drücken den Kondensator auf diese Masseplatte, ne? Geht's aus, aber das Geräusch ändert sich. So, wer es wissen will, was das hier ist, das ist die stinknormale Neon-Glimm-Lampe an der Bedini-Schaltung. Und zwar ist die nur an der Seite von dem Transistor und der Diode angeschlossen. Die andere Seite geht also bei uns jetzt auf diese Eisenplatte, die wir als Unterbau genommen haben. Ach, aus Juxendollerei. Wir haben ja das noch. Was kommt noch? Da über die Wicklung? Kann ja was kommen. Thorsten. Ja, ne, davon gehe ich ja mal aus. Aber wieso geht's mal und mal geht's nicht? Nur wenn wir irgendwas mit der Eisenplatte machen. Das weiß ich doch nicht. Warte, ich mache es mal hier ab. Also, weniger als auch. Guck mal her. Jawohl. Jetzt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir müssen noch eine Stange im Garten klappen. Mhm. Und da können wir das nämlich nicht an. So, hier. So, jetzt wieder mit dem Finger einschalten. Hoho, mit dem Finger ein. Verstärken. Oh, kann ich es ausschalten? Kannst du ausschalten? Oder vielleicht mit einer anderen Hand? Nee. Dann komm. Geht auch nicht. Ausschalten geht. Ausschalten ist. Mit Ausschalten haben wir es nicht so. Es will leuchten. Aber wie lang? Das ist eine Art Masse. Masse geht noch. Geht wieder. Aber hier der Zauber. Jetzt ist es wieder. Jetzt ist es wieder an. Ach, doch, was ist denn noch hier los? Welches hier kirischer Kontakt oder was? Achso, Zaubern funktioniert über die Platte. Ja, Achtung, schläg an. Es bleibt. Also mit normalem Elektrikerwissen ist warte das mal. Eine ganz schöne Herausforderung. Nee, warte mal. Ja, wir alleine über die Platte, ja. So sind wir ja. Nur du, ich nicht. Kriebel, bei mir geht's nicht. Warte mal. Was denn jetzt? Hey. Greif mal hier hin. Ja? Dippi, warum geht denn das bei dir? Ich hab dir letztens gesagt, bei mir geht die Messgeräte gar nicht. Krass. Ey, das gibt's doch gar nicht. Bin ich jetzt hier der Elektromann? Ich hab's selber in mir. Sie sagen ja immer, man hat's immer alles in sich. Aber das ist der Elektro. Ich bin drauf. Da hab ich jetzt irgendwas anderes wie du? Ich zieh meine Socken jetzt mal. Anders als ich? Warte, ich hab noch ein paar Socken an. Nicht, dass das liegt an der Farbe deines Pullovers. Du hast blau, ja. Ich hab rot. Geht immer noch. Also es geht nur mit blauen Pullovern. Hast ja? Du Salz ordentliches genommen? Ich schon. Und getrunken Wasser? Oh, ich hab heute nur Cola gehabt.
Es liegt an mir, ich bin die freie Energiemaschine. Ich krieg's nicht an. Und an dem sind wirklich keine Kabel dran. Nee, hier. Warte mal. Komm doch mal rüber auf meine Seite. Machen wir mal Seitenwechsel hier. Weil hier liegt nämlich noch hier ist ja die Dingsleuchte. So, ja. Jawohl, hier ist nämlich die Leuchte und hier unten haben wir ein Internetkabel. Gut, das wäre natürlich krass. Greif mal ran. So, jetzt greife ich ran. Oh. Alter. Holla die Waldfee. Also hier drüben kriege ich viel mehr Elektrosmog ab als da drüben. Und jetzt geht's bei dir drüben nimmer. Aha. Oder cool. Hier. Warte mal. Aha, also muss ich hier drüber gehen. Aha. Das hält. Jetzt habe ich aktiviert. Jetzt hast du aktiviert. Jetzt geht's nochmal. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nochmal. Okay. Achte. Und nicht mal lang gekriegt. Ey, wir haben einen neuen Schalter. Oh, guck mal. Wir haben einen Lichtschalter. Jetzt ist aber. Ey, damit könnten wir auch Relais schalten, ja? Ja. Nee, jetzt geht's nicht. Achso, ich muss vielleicht erstmal weg. Oh mein Gott, das sieht aus wie der Jesus. Ich bin kein Jesus, kann jeder selber. Nee. Also muss wahrscheinlich erstmal wieder in. So, weil guck mal, wenn ich jetzt. Oh, ja, du musst eh mal weg. Mhm. Was ist denn das? Ach, das ist doch nicht mehr normal. Echt jetzt mal, wir haben hier. So, das ist Nummer 11, oder? Hast du mitgezählt? Mit der Erde 12, die andere Erde 13? Also ich glaube, wir können das nächste Mal mal recht, ja, können wir. Kannst du nichts anfassen hier. Egal, kommt was Neues raus. Ach, hier kommt, haben wir noch gar nicht. Recht, nee. Die neuen Antennen. Das hat man glaube ich noch nicht mit drauf. Auf dem Weg zum Zwirr, die können wir mal zwirrmäßig verzwirren. Aha. Was für eine Sache. Was macht er denn jetzt? Ich hab doch noch so ein Köln-Ding. Wenn da irgendwas ist, muss man das um einfangen. So geht das ja nicht weiter. Machen wir einfach hier ein Kabel rein. Das nehmen wir als Strom und Masse nehmen wir hier.